Energie fließt in alle Bereiche unseres Lebens. E.ON Bayern ist Deutschlands größter regionaler Energiedienstleister. Das Unternehmen versorgt allein in Bayern rund 2 Millionen Kunden mit Strom. Ob moderne Kommunikationssysteme im Büro, elektrische Geräte im Haushalt oder im Unterhaltungssektor. Alles läuft mit Strom. Aber nur, wenn er zuverlässig fließt. Zuverlässige Stromversorgung wird überall als selbstverständlich vorausgesetzt. Ein Großteil der Stromkunden ist direkt oder indirekt an oberirdische Mittelspannungsleitungen angeschlossen. Jährlich fallen an diesem Netz zahlreiche Wartungs- und Reparaturarbeiten an. Defekte Isolatoren, Seilschäden, Vogelschutzmaßnahmen und vieles mehr. Um Kundenabschaltungen zu vermeiden, setzt E.ON Bayern auf eine innovative Methode. Arbeiten unter Spannung, kurz AUS. Im Blickpunkt stehen dabei speziell ausgebildete Monteure, die an Leitungen bis zu 20.000 Volt arbeiten, und zwar unter Spannung. Während 2 Monteure am Mast arbeiten, beaufsichtigt der Arbeitsverantwortliche alles vom Boden aus. Bei dieser Arbeitsmethode Arbeiten unter Spannung im Mittelspannungsnetz ist E.ON Bayern Vorreiter in Deutschland. Leitungen und Masten werden regelmäßig überprüft. Ein Kontrolleur fährt das Leitungsnetz ab und nimmt es genau in Augenschein. Entdeckt er dabei Schäden, die man sonst nur mit Kundenabschaltung reparieren könnte, meldet er dies sofort an den Teamleiter des AUS-Teams. Hier wird geprüft, ob die Arbeiten auch ohne Abschaltung, also unter Spannung, stattfinden können. In diesem Fall erfolgt ein entsprechender Auftrag an das AUS-Team. Eine Beauftragung für AUS. Tschüss. Arbeiten in luftiger Höhe bei einer Spannung bis zu 20.000 Volt. Für die Männer des AUS-Teams ist dies mittlerweile Routine. Sie packen zu, dank isolierender Ausrüstung. Diese umfasst isolierende Abdeckungen, isolierende Handschuhe und Ärmel. Das Ganze auf einer isolierenden Hubarbeitsbühne. Damit wird ein hohes Maß an Sicherheit erzielt. So kann beispielsweise ein defekter Isolator sicher unter Spannung ausgetauscht werden. Arbeiten unter Spannung hat sich bei E.ON Bayern wie auch im Ausland bestens bewährt. Um diese Arbeiten unter Spannung ausführen zu können, müssen die Monteure eine 2-monatige Spezialausbildung absolvieren. In einem eigenen Trainingsparcours in Bayreuth stehen verschiedene Masttypen für Übungszwecke zur Verfügung. Nach einer theoretischen Schulung werden die einzelnen Arbeitsschritte zunächst am Boden vorgeführt und geübt. Weitere Ausbildungsschritte. Die Handgriffe werden schließlich an Trainingsmasten sowohl spannungsfrei als auch unter Spannung durchgeführt. Trainiert wird auch der sichere Umgang mit dem Spezialfahrzeug. Ein stabiler Stand ist besonders wichtig. Sollte die Hubarbeitsbühne aus irgendeinem Grund einmal nicht funktionieren, will auch das Abseilen aus dem Korb gelernt sein. Neben der Spezialausbildung ist bei Arbeiten unter Spannung auch die Ausrüstung ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Sicherheit steht bei Arbeiten unter Spannung an oberster Stelle.
Die komplette isolierende Ausrüstung wird bei jedem Einsatz gründlich gereinigt und gewissenhaft auf Schäden überprüft. Die persönliche Schutzausrüstung umfasst isolierende Ärmel, Spezialhandschuhe, flammhemmende Schutzkleidung, Helme und Gurte als Absturzsicherung. Voraussetzung für Arbeiten unter Spannung ist ein Spezialfahrzeug. E.ON Bayern hat beste Erfahrungen mit dem Unimog U500L gemacht. Er ist besonders geländegängig, bei einem Gewicht von 15 Tonnen. Der Reifendruck lässt sich gezielt regeln. Im Gelände wird er abgesenkt, um Flurschäden zu minimieren. Ganz gleich, in welchem Gelände die Masten stehen. Das Fahrzeug muss absolut sicher abgestützt werden. Für die Standfestigkeit sorgen 4 stabile Klappstützen. Sie werden zusätzlich mit Unterlegplatten versehen. Doch damit nicht genug. Die beweglichen Arbeitskörbe für die Monteure besitzen isolierende Einsätze. Der obere Gelenkarm besteht aus hochisolierendem Fiberglas. Schmutz und Feuchtigkeit wären leitfähig. Daher wird die Hauptisolierstrecke vor jedem Einsatz gründlich gereinigt. Bei Arbeiten unter Spannung wird der Ablauf vor Ort genau geplant. Die einzelnen Schritte werden in einem Arbeitsplan festgehalten. Jedes Teammitglied erklärt sich per Unterschrift mit dem vorgesehenen Ablauf einverstanden. Über jeden bevorstehenden Einsatz wird die Schaltzentrale informiert und muss die Freigabe erteilen. Wir erhalten hiermit die AOS-Erlaubnis für Sturmgasnummer 0649, 6495. Jawohl, ich habe verstanden. Um 11.16 Uhr erhalte ich von Ihnen die Arbeitserlaubnis im Schaltzustand ein unter Spannung. Wenn ich soweit bin, gebe ich es zurück. Wiederhören. Okay, bis später. Tschüss. Das Prinzip bei Arbeiten unter Spannung ist im Grunde immer gleich und klar strukturiert. Alle spannungsführenden Leiterseile und geerdeten Teile im Arbeitsbereich werden isolierend abgedeckt. Die Seilbefestigung wird wieder aufgedeckt. Das Leiterseil wird vom Isolator gelöst. Ein hydraulischer Hebearm hält das Seil. Nun kann der defekte Isolator sicher ausgetauscht werden. Nach dem Austausch werden die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Das erste Team von E.ON Bayern hat bereits im ersten Jahr rund 600 verschiedene Arbeiten durchgeführt. Für E.ON Bayern hat sich der Einsatz gelohnt. Kunden mussten nicht wegen Abschaltungen informiert werden, die Schaltzeiten im Netz wurden deutlich verringert und zahlreiche Aggregatseinsätze haben sich erübrigt. Vor allem aber rund 65.000 Kunden blieben von Abschaltungen verschont.